Heute bin ich in einem besonderen Land, nämlich in einem Land, in dem die Zeit gemacht wird. In dem man in Steinen misst, wie schwer man ist. In dem man in Ritterrüstung nicht die Regierung besuchen darf. In dem jeder zweite Schwan der Krone gehört. Ich bin in England. Um dahin zu kommen, muss man von uns erstmal zur Küste, dann über das Wasser drüber oder drunter her. Und dann ist man hier in England. Und hier bin ich in London. Und das ist London, die Hauptstadt von England, Großbritannien und dem Vereinigten Königreich. London hat 8,5 Millionen Einwohner. Keine deutsche Stadt ist so groß. Eine tolle Sicht hat man von hier oben. Da oben bin ich, auf dem zweitgrößten Riesenrad der Welt. Hier unten kann ich Isaac besser finden. Ich bin nämlich mit ihm und seiner Familie verabredet bei ihnen zu Hause. Und da muss ich in diese Richtung. Unterwegs sehe ich alte und neue Dinge. Hier stehen Hochhäuser mit komischen Namen. Das ist das Walkie-Talkie. Das ist die Gurke. Und das ist die Käsereibe. Dazwischen gibt es alte Gebäude wie diese Brücke über den Fluss, die Themse. Auf den Seitenkanälen liegen bunte Hausboote. Hier wohnen Leute, weil die Wohnungsmieten in London so hoch sind. Und überall diese roten Telefonzellen, rote Briefkästen, in die man seine Post stecken kann, und rote Busse zum Mitfahren. Nur die Taxen, die sind schwarz. Die Autos fahren auf der anderen Straßenseite. Das verwirrt beim Über die Straße gehen. Gut aber, die Straße sagt mir, wohin ich gucken muss. Look right. Guck nach rechts. Mach ich. Kommt nichts, dann kann ich gehen. Kleine Häuser reihen sich überall aneinander. In diesem Viertel wohnt Isaacs Familie. Hier muss es sein. Sieht aus, als würde ich schon erwartet. Hallo alle zusammen. Das ist Papa Alex. Isaac ist 11. Hallo. Miriam ist 13. Hallo. Esther ist 9. Hallo. Elijah 7. Hallo. Solomon 3. Hallo. Und das ist Mama Rachel. Also in England sagt man, wenn man sich begrüßt, Hallo. Und das heißt Hallo. Come in. Yeah, thanks. Wir gehen rein und drin bekomme ich erstmal eine Hausführung. Isaac zeigt mir sein Zimmer. Hier wohnt er mit seinen Brüdern. Er schläft oben im Bett, Elijah unten. Zusammen mit seinem kleinen Kuschelbären. Hallo, sehr angenehm, Ihre Bekanntschaft zu machen. Und das ist das Zimmer der Mädchen. Auch hier steht ein Doppelbett. Oben schläft Miriam, unten Esther. Außerdem wohnt hier noch ihr Hamster in seinem eigenen kleinen Haus. Draußen im Hof leben Hühner. Sie legen die Frühstückseier. Nach dem Streicheln die Hände waschen. Yeah, so this one is cold and this one is hot. Es gibt einen Hahn für kaltes und einen für heißes Wasser. Man wäscht die Hände kalt und wenn man es doch warm will, dann rein mit dem Stöpsel und das Wasser im Waschbecken mischen. Yeah, a little bath for the hands. In der Küche ist Tea Time, Zeit für den Tee. Alle trinken den, also fast jeder in England und auch alle hier im Haus. Man trinkt schwarzen Tee und den unbedingt mit viel Milch. Auch alle Kinder trinken gerne schwarzen Tee mit Milch. Danke für den Tee. Ich habe ein kleines Überraschungsgeschenk mitgebracht. Na, was das wohl ist. Thank you. You're welcome. Wir unterhalten uns nett über das Wetter und andere Dinge. Und wenn der Elefant auch ein Päuschen hatte, dann sehen wir uns wieder. Oh, really? Morgen früh.
Frühstück. In der Küche ist morgens um 6 schon eine Menge los. Alle bereiten sich vor für Schule, Kindergarten und Arbeit. Es gibt Porridge in Milch gekochte Haferflocken. Und natürlich Tee mit Milch. Miriam und Isaac tragen die dunkelblaue Uniform ihrer Oberschule. Esther und Elijah die grüne ihrer Grundschule. Und sogar Solomon, der in den Kindergarten geht, hat eine Uniform an. Als ich Miriam frage, ob sie die Krawatte selbst bindet, verrät sie mir, dass sie nur ans Hemd angeklipst ist. Hier, mit so einem Clip. Sie ist nicht gebunden. Das ist sehr praktisch. Interessant ist, dass die Schuluniform wirklich hier in England erfunden wurde, vor ungefähr 500 Jahren. Und damals war es schon, dass die Uniform dafür sorgen sollte, dass so der Zusammenhalt der Studenten und der Schüler erhalten bleiben sollte. Do you like wearing a uniform? A bit of both. Miriam findet, die Uniform hat Vor- und Nachteile. Niemand wird wegen seiner Kleider beurteilt, das ist gut. With normal clothes, you, Esther meint, nicht so toll sei es, jeden Tag immer das Gleiche anziehen zu müssen. Just wear the same clothes every day. Yeah. On Saturday and Sunday, then it's a weekend, so we don't go to school. Elijah sagt, an Wochenenden müssen sie die Uniformen nicht tragen, weil da ja keine Schule ist. Isaac schmiert sich so ein klebriges, braunes Zeug auf den Toast und meint, ich solle das auch mal probieren. Es heißt Marmite. Ich habe ein bisschen Angst. Vor allem habe ich deshalb Angst, weil Esther so lacht. Okay. Es ist eine konzentrierte Hefepaste und sie schmeckt sehr würzig, eher salzig. Ganz gut. I like it. Frisch gestärkt geht's dann los. Isaacs und Miriams Schule geht von Klasse 7 bis Klasse 13. Vor dem Unterricht stellen sich alle in einer Reihe auf. Dann geht's ins Klassenzimmer. Isaacs Klasse ist eine siebte Klasse und ich darf heute neben ihm sitzen. Die Lehrerin, Mrs. Blake, erklärt der Klasse, wer ich bin. This is Ralph. Hallo zusammen. Hi, Ralph. And Ralph is from the program with the mouse. Maus auf Englisch heißt? English Maus. Auf Deutsch Maus. Klingt sehr ähnlich. Genauso bei? Arm. Arm. Haus. Haus. Glas. Glas. Gut. Gut. Klingt beides sehr ähnlich und das liegt daran, dass beide Sprachen die gleichen Wurzeln haben. Es sind nämlich beides westgermanische Sprachen. Im frühen Mittelalter lebten auf dem Gebiet vom heutigen Deutschland viele unterschiedliche Völker. Im Norden zum Beispiel die Angeln und die Sachsen. Im 5. Jahrhundert wanderten diese beiden Völker aus, hier nach Britannien. Und die Sprache, die sie sprachen, die nahmen sie natürlich mit. Angeln und Sachsen sprachen Angelsächsisch und so wird Englisch immer noch genannt. Ab diesem Zeitpunkt entwickelten sich die Sprachen natürlich unterschiedlich weiter, aber es ist immer noch so, dass sich die Sprachen gegenseitig beeinflussen. Auch wir im Deutschen benutzen viele englische Wörter, zum Beispiel T-Shirt. T-Shirt. Computer. Film. Internet. Laptop. Burger. Monster. Sorry. Smiley. Dann kommt ein ganz besonderes Schulfach dran. Theaterunterricht. Zuerst Stimme und Körper lockern. Put it all together and what have you got? Ding dong. What the? Dann hat sich als Hausaufgabe jeder eine Figur ausgedacht und stellt sie allen vor. Was stellt Isaac wohl dar? Gebückt, verkniffenes Gesicht, einen unsichtbaren Stock in der Hand. Ja, einen alten Mann. Die Mittagspause dauert eine Viertelstunde. Es gibt ein warmes Essen. Heute Reis mit Curry und Fladenbrot oder Sandwiches. Alle Kinder essen hier kostenlos. Niemand bringt etwas mit. Süßigkeiten oder Junkfood sind in der Schule verboten. Was passiert als nächstes? PE. PE? Physical Education. Ah, Sportunterricht. Nice.
Heute probt Isaacs Klasse verschiedene Lauftechniken. Einmal so schnell laufen, wie es geht. Einmal auf den Hacken laufen, einmal mit steifen Beinen und auf den Fußinnenseiten. Eine Gruppe läuft, die andere beobachtet und bewertet den Laufstil. Am Ende sagen sich die Schüler gegenseitig, was gut und was schlecht war, um ihre Technik zu verbessern. Zum Abschluss ein bisschen Geografie. Also, England ist der Landesteil. Großbritannien ist der Name der Insel. Das Vereinigte Königreich ist Großbritannien und Nordirland. Und die Menschen, die hier leben, sind? British. Ja, das sind Briten. Also zu den Briten gehören die Engländer, die Waliser, die Schotten und die Nordiren. Das ist die Flagge von England. So sieht die Flagge von Schottland aus. Das ist die Flagge von Nordirland. Und alle zusammen ergeben den Union Jack. Das ist die Flagge vom Vereinigten Königreich. Und das Königreich hat natürlich auch eine Königin. Und das ist? Queen Elizabeth. Königin Elisabeth II. Sie ist die Königin von England, Großbritannien und dem Vereinigten Königreich. Wir sehen uns gleich an einem ganz besonders britischen Ort wieder. Ich glaube, hier bin ich richtig. Es sieht aus wie ein U-Boot, ist es aber nicht. Und trotzdem ist überall um mich herum Wasser. Zeige ich euch eben. Das ist die Themse und der Tunnel geht unter der Themse entlang. Und ich auch zum Zentrum von Raum und Zeit. Da ist sie, die königliche Sternwarte. Hier gibt es was ganz Besonderes zu sehen. Das hier, den Nullmeridian. Den Nullmeridian sieht man normalerweise immer nur eingezeichnet auf Globen oder Landkarten. Und hier kann man ihn wirklich mit der Hand anfassen. Wenn man sich so einen Globus anschaut oder auch eine Landkarte, sieht man so ein ganz feines Gitternetz. Das sind die Längengrade, die laufen so in diese Richtung, und die Breitengrade, die laufen in diese Richtung. Und mit Hilfe dieser Linien kann man mit nur zwei Zahlen jeden Ort auf der Erde bestimmen. Tokio und Japan zum Beispiel liegt da, wo sich zwei Linien kreuzen. Einmal der Breitengrad 35 und der Längengrad 139. Das heißt, der Äquator ist die Nulllinie für oben und unten. Und der Nullmeridian hier in London ist die Nulllinie für links und rechts. Hier ist der Nullmeridian auf dem Globus eingezeichnet und hier hat man ihn in echt in Greenwich in London. Viele Länder haben sich damals darauf geeinigt, diesen Ort hier zum zentralen Längengrad der Erde zu erklären. Genauso ist es mit der Zeit. Die hat hier sozusagen auch ihre Nulllinie. Hier ist die Null, da unten sind 12 Stunden und da oben 24. Die Uhr zeigt die 24 Stunden eines Tages. Von hier aus werden alle Zeitzonen berechnet. Wenn man nach Westen geht, werden Stunden abgezogen. Und geht man nach Osten, werden Stunden hinzugerechnet. Das bedeutet, wenn es hier 0 Uhr ist, also Mitternacht, dann ist es bei uns in Deutschland 1 Uhr nachts. Die ganze Welt richtet sich in Zeit und Ort nach den Engländern. Die Briten hatten immer schon eine Menge Einfluss auf der Welt. Lange Zeit, das heißt über viele Jahrhunderte, regierten sie über rund ein Viertel der Landmassen auf der Erde und natürlich auch über die Menschen, die dort lebten. Mit solchen Schiffen fuhren die Briten damals in die Welt hinaus, um sie zu erobern. Deshalb gibt es überall auf der Welt britische Dinge, weil die Briten das alles mitgebracht haben. Genau wie ihre Sprache. Daher ist Englisch so weit verbreitet. Ich gehe zur U-Bahn. Auf dem Weg sehe ich viele Menschen, die aus den Ländern kommen, in denen die Briten früher das Sagen hatten.
Manche sind afrikanischer oder karibischer Abstammung oder ihre Vorfahren kommen aus Indien und Asien. Heute sind sie alle Briten. Das ist das Zeichen für eine U-Bahn-Haltestelle. Underground heißt Untergrund. Einige Haltestellen wie diese hier sind sehr alt. Dort läuft man von einem Fußgängertunnel in den nächsten. Lange Treppen führen weit unter die Erde. Wenn man ein-, um- oder aussteigen will, geht es rauf und runter, um die Ecke und wieder zurück, kreuz und quer. Ein riesiges unterirdisches Labyrinth unter der ganzen Stadt. Das ist die U-Bahn. Und dies was ganz Besonderes. Die U-Bahn wurde nämlich hier in London erfunden. Damals, vor über 150 Jahren, gab es keine Bagger, die beim Graben der Tunnel helfen konnten. Es war eine sehr anstrengende Arbeit, nur mit Schaufel und Spitzhacken. Und dann wurden die Schienen verlegt. Und die Idee, Züge unterirdisch fahren zu lassen, die war völlig neu. Viele Leute meinten, dass es Blödsinn sei, dass es niemals funktionieren würde. Das hier ist übrigens eine der ersten Stationen. Da kann man auch eine Dampflokomotive sehen. Das waren die Züge von damals. So sah die Haltestelle damals aus. Und das ist sie heute. Der Qualm der Dampfloks war ein Problem, denn wo Qualm ist, fällt das Atmen schwer. Und deshalb wurden hier unten so Abzugsschächte gebaut. Das sind diese runden Löcher in der Decke. Die halfen aber nicht so viel. Das Atmen blieb schwierig. Wenn man genau hinguckt, kann man direkt neben den Abluftlöchern noch Qualmspuren der alten Dampflok sehen. Heute fahren die Züge ohne Qualm, nämlich elektrisch. Man sagt zur U-Bahn auch Tube, Röhre, weil sie durch Tunnelröhren fährt. Und weil es hier unten weder Ampeln noch Staus gibt, kommen ich und alle Fahrgäste schnell, wohin wir wollen. Ich fahre zum Lieblingsplatz von Isaac und seinen Geschwistern. Und wo das ist, das seht ihr gleich, wenn ich und auch die Maus aus der Tube wieder raus sind. Das hier ist der Lieblingsplatz der Kinder, ein Kletterbaum. Es ist auch Betsys Lieblingsplatz. Betsy ist der Familienhund. Betsy hasst Schwimmen, liebt aber Klettern. Wahrscheinlich ist Betsy eher eine Katze. Elijah war noch nie so hoch wie heute, immer hinter Isaac her. Am Ende ist er sogar höher als Betsy. Betsy ist übrigens die Einzige, die keine Schuluniform trägt, außer mir. Die Schuluniformen tragen die Kinder auch am Nachmittag, nur eben mit Jacke drüber. Schön hier. Danach gehen wir mit Papa Alex in eine Kirche der Church of England. Die meisten Briten, wenn sie religiös sind, gehören zur Church of England. Alex ist von Beruf Pfarrer. Er erklärt mir, die Church of England ist eine christliche Kirche. Gebetet wird zu Gott und die Bibel ist ihr heiliges Buch. Der Kirchenraum dieser Church of England sieht sehr ähnlich aus wie der einer katholischen Kirche bei uns. Es gibt einen Altar. Verehrt werden Maria. Und natürlich Jesus. Eine Sache ist grundlegend anders. Nicht der Papst ist das Oberhaupt der Kirche, sondern zurzeit eine Frau, nämlich The Queen. Wieder die Queen. Die Queen ist das Oberhaupt der Church of England. Also ist sie sozusagen dein Boss. Yes, that's right. Danke für die Besichtigung. Auf dem Nachhauseweg müssen wir unter einer tiefen Brücke durch. Oh, hey. Ich bin zu groß. Man darf maximal 1,50 groß sein. Oder was ist das? Feet. Ah, das kenne ich. Ein Foot, also ein Fuß, sind 30,48 Zentimeter. Ich bin einen Fuß zu lang. Die Briten haben einige andere Maße als wir, zum Beispiel Fuß, also Feet. Und es kommt von früher. Früher hat man mit Körpermaßen gemessen. Da gab es Elle, Fuß, noch vieles mehr. Hat man auch bei uns benutzt. Aber hier hat sich's viel länger gehalten. Und deshalb steht überall immer noch sowas wie Feet und
alles, was es da gibt. Es werden inzwischen aber auch ganz oft Meter, also unsere Maße, benutzt. Zu Hause zeigt mir Isaac ein englisches Maßband. Da steht's: Feet, Füße. Let me see your foot. Und Isaacs Fuß? Isaacs Fuß ist fast ein Fuß lang. Es fehlt ein paar Zentimeter. Eine alte Naturmaßeinheit, die heute immer noch in England benutzt wird, ist der Stein. Ein Stone. Ein Stone sind 6,3502 Kilogramm. Und wenn man sich wiegt, dann zeigt die Waage zum Beispiel bei Isaac an, dass er etwas über 6 Stone schwer ist. Und ich wiege gerade mal 14 Stone und ein paar zerquetschte. Minus einem Stone natürlich. Ganz schön kompliziert. Da brauche ich erstmal was zu trinken. Ich nehme gleich so ein ganzes Ding voll. Oh, das ist ein Pint. Auch ein altes englisches Maß. Ein Pint sind 568 Milliliter. Cheers. Cheers. Einige Dinge sind in England wirklich anders. Zum Beispiel dürfen auch Kinder schon ein Auto fahren. Na, kleiner Scherz. Und weil es hier Linksverkehr gibt, ist natürlich auch das Lenkrad auf der anderen Seite, nämlich hier auf der rechten Seite. Deshalb sitzt Isaac auf dem Beifahrersitz. Jetzt gibt's erstmal was zu essen. Das Lieblingsessen von Isaac und seinen Geschwistern ist Fish and Chips. Und das gibt's hier. Jeder bekommt eine Portion in der Papiertüte. Das sind Chips, also dicke Pommes aus Kartoffeln. Die werden in Papier eingerollt. Obendrauf gibt man Malzessig und Salz. Fisch, Chips. Also, Fisch mit Pommes und Essig ist sehr, sehr lecker. Sehr fettig, aber sehr, sehr lecker. Das finden die anderen auch. Und gleich lernen wir noch das kleinste Familienmitglied kennen. Nach der nächsten Maus. Isaac hat ein besonderes Haustier, eine Riesenkakerlake. Sie heißt Midget. Und wenn man sie anfasst, dann zischt sie wie eine Schlange, um Feinde zu erschrecken. Midget ist 5 Jahre alt. So alt werden Kakerlaken normalerweise nie. Ihr Name bedeutet winzig. Sie frisst Gurke und kleine Hundekuchen. Manche finden Midget gruselig. Apropos gruselig. Isaac erzählt mir von einem Laden, in dem Monster einkaufen gehen. Dort wollte er schon immer mal hin, also machen wir uns auf die Socken. Ob es hier wirklich Monster gibt? Das ist der Laden. Da steht übersetzt: Qualitätswaren für Monster aller Art. Da bin ich ja mal gespannt. Keine anderen Monster da. Die Verkäuferin wirkt menschlich. Es gibt hier Fracksausen in Dosen. Es gibt kriechende Angst, auch in Dosen. Und ganz frisch im Glas, eingekocht wahrscheinlich, den dicksten menschlichen Rotz. Ich muss irgendwas davon mitnehmen. Nur was? What about this? Cubed Earwax. Gewürfelte Ohrenschmalz. Genau das Richtige. Ja, thanks. So toll, dass die Engländer und Isaac Monster mögen. Und wie war das mit den Rittern?
Die Briten sind sehr stolz auf ihre Geschichte. Das Grundgesetz zum Beispiel ist ein ganz alter Text, die Magna Carta aus dem Jahr 1215. Dieser alte Text wurde immer wieder ergänzt, aber niemals neu geschrieben oder so. Und deshalb darf man heute, genau wie damals, nicht mit Ritterrüstung in das Parlament gehen. Und die Schwäne? Die Hälfte aller Schwäne gehört der Königin. Wer sie verscheucht, beleidigt die Queen. Sie haben sogar Vorfahrt vor Schiffen. Auch das kommt aus alter Zeit. Die Schwäne wurden dem König zugesprochen, denn damals hat man Schwäne gegessen und das durfte nur der König. Keiner sollte sie ihm wegessen. Queen Elizabeth wohnt und arbeitet hier im Buckingham Palace. Wir schauen nach der Flagge. Wenn der Union Jack auf dem Dach weht, dann ist sie leider nicht da. Ach, schade. Tja, da muss ich wohl noch mal wiederkommen. Alright, turn around. Das war die Maus aus England. Alex, Esther, Isaac, Elijah, Rachel, Solomon, Miriam und ich hoffen, dass es euch hier genauso gut gefallen hat wie mir. Wir sagen Tschüss auf Englisch. Bye. Eigentlich ist es total einfach, die Queen zu sehen. Man muss nur eine Postkarte kaufen. Und das Geld, mit dem man eine Postkarte bezahlt, da ist die Queen auch drauf. Und wenn man die Postkarte verschicken möchte, auf der Briefmarke ist auch die Queen drauf. Und so gibt es noch viele, viele, viele andere Sachen, wo die Queen zu sehen ist. Bye! Bye und bis zum nächsten Mal. Euer Ralf.